Und was geht? Euer Karasu ist wieder back am Start mit ein bisschen Dragon Ball Action. Heute mal ein bisschen was anderes, denn ich habe nämlich einen Special Gast mir eingeladen, und zwar den guten Andy. Wir werden die kleine Review machen, also es wird eher eine große Review, weil wir werden nämlich die einzelnen Abschnitte von den Galactic Patrol Arc, werden wir in kleine Abschnitte teilen. Wir werden uns erstmal bis, wo sie nach Namek abhauen, werden wir uns mal vornehmen. Dann wird das mit Moro, das Training kommen. Und dann natürlich mit Moro dem Endkampf auf der Erde. Also es wird 3 Episoden geben auf dem Kanal. Und dazu habe ich mir den Andy eingeladen. Er ist wirklich ein großer Dragon Ball Experte. Aber das wird er gleich mal euch selber mitteilen. Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin der Andy. Ich wohne seit jetzt 2,5 Jahren in Japan. Bin seit gut 20 Jahren Dragon Ball Fan und ich dachte mir, jetzt, wo der Arc vorbei ist, können wir dann mal einen schönen Überblick machen und tiefer einsteigen, was da alles so passiert ist. Genau. So werden wir das nämlich auch handhaben. Er wird so die Redeführerposition übernehmen, da er halt ein bisschen mehr Einblick hat. Ich freue mich mega drauf und erstmal natürlich Dankeschön, dass du da bist. Und dann würde ich sagen, starten wir die ganze Sache, ne? Genau, das Ganze ging ja dann in Kapitel 42 los. Das war zu der Zeit, war eigentlich schon bevor der Polyfilm rauskam, da kam das Kapitel ja schon, da wusste man schon ein Ereignis, was quasi nach dem Polyfilm spielt. Also man hat die Vorpremiere gesehen, aber das war auch schwer reinzukommen. Genau. Ja. Witzigerweise, das war nicht weit weg von meiner Firma und ich hatte mich beworben für das Ticket, aber nicht natürlich nur bestimmte Anzahl von Leuten konnten da rein. Da dachte ich, oh, was ist soll's. Scheiße. Genau, da war ich trotzdem. War ich in der Mittagspause trotzdem mal vorbeigelaufen. Viele Leute da, die Poli-Figur stand da, die Bilder habe ich bestimmt im Internet gesehen, aber konnte nicht rein. Ja, schade. Na, wie auch immer, ne? Dann ging ja das, da wusste man schon, gibt eine neue Story, die ja nachspielt. Und das ist ja schon interessant, dass Goku teleportiert, kommt ja dann schon zurück teleportiert, wahrscheinlich von Wampa. Das kann man ja in der Situation so vermuten. Genau, die Vermutung liegt nahe, dass er vom Wampa kommt. Er sagt ja hier auch nochmal ganz kurz, Vegeta antwortet hier nochmal, ey, wo warst du denn überhaupt? Und so ein Goku so beiläufig, komm, lass uns mal lieber trainieren, ne? Also, die Vermutung ist schon richtig. Ist wahrscheinlich von Toyotaro, wohl bewusst so gemacht, würde ich mal sagen, ne? Denke ich auch, ja. Ja. Genau, und dann geht es ja ziemlich schnell los, dass hier dann, die Meldung von Satan kommt, dass irgendwelche mysteriösen Leute Buu entführen wollen, dann gehen die halt dahin und bei sowohl Goku und so als auch Vegeta werden einfach schnell ausgeschaltet. Das ist ja schon so ein bisschen. Und Vegeta hat da schon den ersten Verdacht gehabt, wie kann das sein, dass der Merus da so schnell sich bewegen kann und so weiter, ne? Ja, das war sowieso seltsam, weil man kannte Merus überhaupt gar nicht. Er wurde da erstmal eingeführt, ne? Was ich immer gut finde an Toyotaro ist, dass er immer bestimmte Charaktere immer so geheimnisvoll einsetzt. Man wusste gar nicht, wer ist denn das über. Man kannte zwar einen von der Galactic Patrol, das war ja Yakko, aber Merus hatte man noch nie irgendwie in Augenschein gehabt. Ne? Und dass der so schnell Son Goku und Vegeta ratzfatz ausschalten konnte, da hat man schon gedacht, oh, holy shit, was ist das für ein Typ, ne? Genau, in welche Richtung geht das, dachte man sich. Man konnte schon was vermuten, sowas, aber was da passiert, aber das war natürlich alles, ging alles. Man kann auch mal, vielleicht haben wir auch gedacht, okay, das war nur ein Zufallstreffer oder sowas. Man weiß ja, aber man muss mal sehen. Aber dann Ein bisschen überrumpelt vielleicht im Moment. Vielleicht waren sie gerade nicht erwartet, dass jemand auf einmal so auf dem Level sein kann. Ja, wie auch immer. Genau. Wie auch immer, dann wachen die zwei halt wieder im Galactic Patrol wieder, Center wieder auf. Und dann stellen die mir wirklich vor, wer das jetzt ist. So und so. Also, dass es wirklich die Galactic Patrol war in dem Fall. Interessanterweise, genau. Ja, das wird dann noch gesagt, der Merus, der hat ja 104 Bezirke, hat er Einfluss drauf, leitet er quasi, und Yaku hat nur 3. Und da denke ich irgendwie, und wenn ich diese Zahlen da wieder sehe, da gab es ja diese Zahlen mit diesen 28 Planeten früher, in der Kraft, von, weißt du, was ich meine? Genau, der Kaioshin hat ja mal erzählt, dass so und so viele Planeten nur noch existieren. Ne? Und dann ist halt, war man halt sehr skeptisch, was das mit der Zahl auf sich hat, ne? Weil es nicht gepasst hat. Genau, jetzt kommt dann sagen wir jetzt hier 104 Bezirke. Da frage ich mich, da gibt es da Bezirke mit gar nichts? Oder? Und dann reden hier, glaube ich. Da existiert wahrscheinlich nur Leere. Leere wahrscheinlich. Das und dann ist das ja nur die, eine Galaxie wahrscheinlich, wo die. Das ist auch wieder ein anderes. Mit den Galaxien ist auch wieder kompliziert, wie die das jetzt haben. Ne? Wahrscheinlich gibt es auch wieder mehrere jetzt. Ja, das,
Das habe ich mich damals auch schon gefragt, als es nämlich bekannt wurde, dass es nur 12 Galaxien gibt und obwohl es eigentlich mal 18 waren. Da habe ich mir schon gedacht, wenn es immer schon. Nee? Das waren Universen. Gibt ach, Universum, einen, sorry. Ja. Ja, sorry, Universum meine ich. Dass es halt 18 Universum gab. Und da habe ich mich gefragt, wenn es alle mal Zwillingsuniversum sein sollten, weißt du? Ah, das die Nummer, ja. Das war auch schon komisch, aber also, okay. Könnt ihr auch mal klären. Es gab ja auch, was ich jetzt meinte, ist in. Es gab ja ursprünglich mal in Dragon Ball Z, hat man ja gesagt, gibt die Nord-, Süd-, Ost- und West-Galaxie. Genau. Jetzt scheint es so zu sein, es gibt Nord-, Süd-, Ost- und West-Bereich, in dem sich jeweils Galaxien befinden. Das ist auch wieder ein bisschen kompliziert geworden. Innerhalb des einen Universums. Ja, es wird so weit kompliziert, dass irgendwann keiner mehr durchblickt, ne? Und einfach sagt, ja, okay, dann ist es halt so. Ja, aber. Versuchen es. Aber ich finde es immer interessant, Toyotaro versucht dann immer das Ganze noch ein bisschen zu, immerhin noch glaubwürdig zu verkaufen. Auch wenn es ein bisschen. Ja, ja. Manchmal hat Toriyama ja auch manchmal interessante Ideen, die nicht so ganz passen. Die Kontinuität. Ja, das ist. Das ist früher schon aufgefallen. Ne? Er hat ja immer die Sachen nach und nach entworfen. Ne? Das ist zum Beispiel, ich vergleiche das immer mit Oda, der One Piece macht, ne? Der halt ein komplettes System schon hat. Was er halt nacheinander abarbeitet, ne? Aber er hat sich halt ein komplettes, also eine komplette Geschichte ausgedacht, ne? Die halt einfach stimmig ist. Ja, oder ist nochmal ganz andere Schiene. Der hat ja wirklich das ganze Weltbild komplett im Kopf und er lebt ja voll da drin. Und bei Dragon Ball meint man so ein bisschen die vergessen manchmal, wann was wie wo war. Und wer wo dazu gehört. Da können wir später noch genauer drauf eingehen. Gibt es noch ein paar Beispiele, denke ich. Wie zum Beispiel. Jetzt auch dir ein Beispiel, dass das Ziel von Meros in dem Fall, die wollen den Daikaioshin haben. Und das ist auch so eine Sache, wo ich mir dachte, als die Kaioshins eingeführt, also jetzt diese Kaioshins pro Universum eingeführt worden, okay, hat jetzt jedes Universum nur einen? Warum hat das Universum 7 einen Daikaioshin gehabt? ist auch wieder so ein bisschen. Bekannt ist ja nur, dass es nur von uns so ist, ne? Nur bei uns gab es 5 insgesamt. Scheinbar. Oder waren das dann Lehrlinge oder die anderen? Ich weiß, oder das war so ein bisschen. Das ist die Frage, ja. Und welcher war wann mit Beerus verbunden? Das ist die nächste Frage, ne? Ja. Das hat mir dann im Future Trunks Arc eingeführt, dass dann, oder erklärt, dass ja, der Gott der Zerstörung und der jeweilige Kaioshin quasi eine Einheit bilden. Und wenn einer stirbt, stirbt der andere. Genau. Und da fragt man sich natürlich, okay, wer. wie war das jetzt in dem Fall? Früher wer hat die Verbindung, ja? Oder wurde sie auf alle 4 oder 5 aufgeteilt, ja, die Verbindung? Das oder wurde das, als der Daikaioshin absorbiert wurde, auf den übrig gebliebenen Kaioshin übertragen? Aber dann hätte das war so ein bisschen noch fragwürdig. Wie auch immer, ich finde es gut, aber trotzdem gut. Der Daikaioshin wurde ja auch mal kurz im Future Trunks Arc Manga erwähnt von Toyotaro. Also der hat das wohl nicht so ganz vergessen, deswegen war nur so eine Zwischenseite. Im Sinne von, er wüsste auch nicht, wie man die Potaras benutzen sollte oder sowas. Oder er wüsste gar nicht über das Geheimnis Bescheid. Ich glaube, das ging darum. Aber nur mal so ein kleines Panel, das zeigt mir so, Toyotaro hat nicht vergessen, okay, da gab es noch einen. So ein bisschen. Und wahrscheinlich ist das im Daikaioshin schon ein bisschen noch auf seinem Mist hier gewachsen, denke ich mal. Und Mist gewachsen ist eine gute Idee gewesen, ne? Aber ist auf ihm, denke ich mal, dass Toyotaro da seinen Einfluss hatte in dem Fall. Denke ich auch. Also er hat ja sehr viel Mitspracherecht nun gehabt, ja, durch den Manga und alles. Und wir kennen ja Akira Toriyama, dass der oft immer zu allem Ja sagt, ne? Der ist ja da nicht so. Wir sind davon, ja, mach du. Diskussionsfreudig. Ja. Genau, der hat gute, Toriyama hat gute Ideen, aber so ein bisschen Kontinuität bringt Toriyama da schon mit, muss man schon sagen. Ja, das muss man sagen, ja. Also der macht seinen Job richtig gut, finde ich. Also bis jetzt. Also vielleicht bist du manchmal ein bisschen kontroverse Meinung, dass die Leute als Arderk nicht so zufrieden, aber ich finde allgemein, der macht super. Also kann er so weitermachen. Ja. Vor allem auch danach, da kriegen wir auch diesen Rückblick, ne? 10 Millionen Jahre früher, da diese Ereignisse, die sich dann, wo Moro vom Daikaioshin eingesperrt wird und da diese Godpower verliert. Auch diese Zeiträume, 10 Millionen Jahre und 5 Millionen Jahre waren die Ereignisse mit Buu. Das heißt, Toyotaro hat dann gemerkt, okay, hat dann wirklich die Historie ein bisschen nochmal erweitert. Das finde ich auch ganz gut. So ein bisschen diese Geschichte von, wie sagt man, im Englischen sagt man ja Lore, so ein bisschen erweitert. Genau, die Lore spricht man immer so, ja. Genau. Der Rückblick hat mir relativ gut gefallen, dass das wirklich auch da war noch der Wann, dieser andere Kaioshin, war das der Süd-Kaioshin, der noch, oder noch Kaioshin, der noch mit dem Dai-Kaioshin. Das müsste.
Genau, das müsste der Süd-Kaioshin sein. Das ist, wie man weiß, der stärkste Kaioshin gewesen, von der Kampfkraft jetzt her. Unserer Shin war ja der schwächste Kaioshin. Und ist immer noch unbrauchbar nach. Immer noch, immer noch. Nach vielen Millionen Jahren hat er. Ist, ja, das ist nicht viel draus geworden. Aber na gut. Genau. Ich muss auch sagen, wie Moro hier eingeführt wurde, man dachte erst, was ist denn das, ein Ziegenpeter, ja, der hier jetzt Action macht. Und dann hat man mittlerweile erfahren, dass er halt Energie vom Planeten entziehen kann, die Lebensenergie und das Ki. Und dadurch natürlich immer stärker und stärker wird, ne? Fand ich schon richtig krass, weil mega geil eingeführt, ne? Dieser Bösewicht. Ist allgemein eine gute Idee gewesen. Also auch vor allem so eine Art Rückwärts-Genki-Dama, kann man sagen. Also dieses Genki, Genau. was wo normalerweise das Hoch immer nur einen Teil der Energie von Menschen, Tieren, Pflanzen, alles nimmt. In dem Fall nimmt da wahrscheinlich einfach alles. Und Ja. macht, ja, baut damit seine Kraft aus. Ja, genau, bei der Genki Dama ist es ja nur geborgt, wie Son Goku mal fragt. Er darf Genau, immer was borgen von euch. immer nur einen kleinen Teil, nicht die volle. Immer nur einen kleinen Ja, Teil, ne? ja. Und Moro sagt sich einfach: Ach, wisst ihr was? Ihr seid eh unbrauchbar, gebt her den Scheiß und er sieht. Genau, ist ja gut gelöst. Also, genau. Genau. Mal, vor allem nach Broly mal so, da ging es einfach nur um Kraft und auch mit Jiren. Da ging es eigentlich schon um Kampfkraft. Und hier geht es so ein bisschen mehr, man ist ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Zumindest am Anfang. Ja, genau, man muss auch sagen, dass er gar nicht so mit Kampfkraft gewirkt hat, ne? Also er hat ja nicht mit Kampfkraft überzeugt, sondern mit seinen Fähigkeiten, die er hat, ne? Also seine Magie, die er halt hier benutzt, ne? Die halt dann der Daishin Kan mit seiner göttlichen Power versiegeln konnte und dadurch wurde Moro ja dann unbrauchbar, ne? Genau, deswegen das so eine Art Überraschungstechnik, die wie sieht, Kaikai Matoru, also so quasi Teufelsfänger, so kann man es nennen, quasi. Oder Genau, hier wird übersetzt Kaikai Motoro, genau. Kaikai Motoru, ich weiß mal, Motoro. Matoro steht hier, ja. Toru, Ma steht für, Also ich weiß nicht, im Japanischen wäre es Ma wäre für okay. Teufel und Toru für nehmen, also wahrscheinlich Teufel einfangen oder sowas in der Richtung, dürfte das heißen, oder so in Ja. der Richtung. Ja, wäre eine passende Übersetzung, ja. So in der Richtung, aber man lässt es wahrscheinlich so, das klingt cool. Also. Denke ich auch, ja. Naja, man sollte auch nicht immer jede Kampftechnik, wie sie damals auch versucht hatten, Vegeta seine Kampftechniken zu übersetzen. Das war so lächerlich, die haben sie so lächerlich dann angehört, ne? Also in Spielen zum Beispiel, wo ich dachte, oh nee, bitte nicht. Welche meinst du zum Beispiel? Na, bei Budokai und hier Big Bang Attack hieß es auch immer. Als Urknallattacke übersetzt, Und meinst du? genau, sie haben es dann als Urknall übersetzt. Naja, Das ist immer die Frage, so ist es halt. im Japanischen heißt ja auch Big Bang Attack. Ist auch das englische Genau. Wort schon, was die da nutzen. Das muss so ein Ja. schmaler Grat, was nimmt Ja. man, aber das ist ein anderes Thema für sich. Ja. Ja, genau. Gut, wir schweifen ein bisschen ab. Genau, gehen wir mal zum So. nächsten. Genau, die sind jetzt dann, wegen eines anderen Vorfalls, gehen sie jetzt zu dem Planeten Jango, wo wie heißt diese Macarini, die drei Gangster da aus dem Gefängnis gekommen sind und da wieder zuschlagen und dann. Vegeta sagt auch bewusst, ich komme ja mit, will mal sehen, wie stark die hier Meros ist. Genau. Und Ja, so eine Art Piraten sollen es sein, ne? Also die kapern ja da einen Zug. genau, der interessanterweise oberhalb der Atmosphäre irgendwo so ein also Ja. sieht interessant aus, so ein bisschen. Eigentlich Planeten sieht man nicht, man Ja. sieht nur oberhalb des Planeten diese Abbau von diesem Himmelsgold, was ja schon im Genau. Jaco-Manga erwähnt wurde. Dieses Material, was wohl. Ja, als Antrieb, ich glaube, gilt als Antrieb für Jackos Raumschiff war das, glaube ich, so. Ah, okay. Ja, das auf der Erde, glaube ich, nur ein geringerer, ist auch vorhanden, glaube ich, in geringerer Menge und da war wohl ziemlich viel, aber wie auch immer. Das Interessante von dem ganzen Abschnitt war ja, dass Vegeta schon gemerkt hat, Moment, der Meros ist nicht normal, hat da quasi schon ein paar Schritte voraus, wie er die Gangster fangen kann. Da war schon der erste Verdacht da. Oder der nächste Verdacht, der hat ja schon auf der Erde ein bisschen gemeint, wie kann das sein, dass er mich so einfach so überraschen konnte. Ja, es glaube ich ging darum, dass erst Merus nämlich hinten diesen Zug aufgehalten, also diese Waggons, die sie abgesprengt hatten, aufgehalten hat und gleichzeitig aber schon wieder bei das Raumschiff, ich glaube, diese Steuerung oder sowas, ne, entfernt hat. Genau, irgendwas, dass das auf jeden Fall nicht weit kommen, ne? Dass sie, Genau. dass das schon mal vorpräpariert, quasi ein Intermission-Teil. Genau, hier habe ich nämlich die Seite von Kapitel 43, 41 und da hat nämlich
Vegeta schon in Gedanken sagt Meros, er hat schon sichergestellt, dass diese Typen mit ihrem Raumschiff nicht weit kommen. Also auch wenn Kakarot sie nicht geschnappt hätte, wären sie weiter nicht gekommen. Ja, und da ist er schon skeptisch gewesen, wie er von dort so schnell hinkommen konnte, gleichzeitig das Raumschiff sabotierte. Und da hatte man wahrscheinlich, also da hatte ich schon die Vermutung, dass irgendwas mit dem auf alle Fälle nicht stimmt. Also dass es kein normaler Galaktik-Patrol-Typ ist, ne? Genau, wenn Vegeta da schon was merkt, ja, dann muss da schon was los sein. Aber das hat man da so ein bisschen wieder hinten angestellt, weil die Story ging ja weiter, deswegen haben wir es erstmal noch hinten angestellt, diesen Gedankengang. Genau. Ne? Deswegen war das erstmal so ein bisschen. Es ging ja erstmal darum, dann haben sie ja festgestellt, wo befindet sich Morot. Der wurde geortet. Genau. Und dann versucht sie zurückzukommen, okay, dann versuche ich mal, seinen Key aufzuspüren. Und da kriegt er eine interessante Antwort zurück, quasi. Moro erstmal lächelt und merkt, dass er aufgespürt wird. Bei einer Art momentanen Teleportation, bei so einem Key-Suchversuch. Genau, Son Goku versucht er hier mit dem Key-Such, also momentanen Teleportation, das Key zu spüren. Und Moro merkt es auch, was auch wieder für Moro spricht, muss ich sagen. Ne? Es gab vorher keinen Charakter, der gespürt hat, wenn Son Goku ihn geortet hat. Ne? Genau, und Son Goku hat dann auch schon direkt gespürt, ich habe nur kreischende Stimmen oder sowas gehört, nur kreischende oder so eine Art. Genau. Genau, der hat irgendwas gesagt, da waren ein Haufen von Schreien und Schmerzen und sowas, ne, hat er, glaube ich, gesagt. Unzähliger, ja, genau. Ja, ja. Also. Das hat er schon rausgestellt, okay, das kann war bis er nie wissen, konnte er hin aufspüren, was er will, aber so die Richtung, das ist kein normaler Gegner auf jeden Fall. Genau, und dann hat er mit Raspberry, glaube ich, noch gesprochen, ne, im Raumschiff, ne? Cranberry. Oh, Cranberry. Cranberry war das. Raspberry war, glaube ich, irgendwo ein anderer, von derselben Art Rasse auf Namek. Raspberry gab's auch. Squad Cup, vielleicht ein Angel, vielleicht sein Bruder oder sowas. Ja, es gab mehrere solche Typen. Ja, ich verwechsel die auch immer. Raspberries, Cranberry, die hießen nur alle nach irgendwelchen Früchten. Genau, mit diesem, Art komischen Helm, die sie da haben, ne? Also, genau. Die sind von selben Typen auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann, dann fanden sie halt raus, welche Richtung es war, und dann sehen sie aber in der Ecke, ist eigentlich kein Leben. Die Patrol ist da nicht bewusst, dass da irgendwas sein sollte, aber Sagoku erinnert sich, Moment, ich war da schon mal. Das ist auch interessant erklärt, weil eigentlich, das war auch damals interessant, als die Namekianer umgezogen sind, der Wunsch von Polunga, die haben das nicht wirklich genau gesagt, was passiert, also dass sie auf einen anderen Planeten hingebracht werden, umgezogen werden. Genau. Aber die haben da wohl bewusst, da gab es wohl wahrscheinlich, haben sie schon vorhinein irgendwie, dass sie irgendwo hinziehen, wo sich am besten keiner ist. Eine Ecke, wo ziemlich unbewohnt, wo niemand vorher ist. Aber der Planet war schon so da, den haben sie ja quasi nachher Terra geformt, so ein bisschen. Dass der sich ein bisschen ändert. Genau. Ja, genau. Irgendwas hatten sie da erzählt, dass sie den Planeten umformen mussten, ja. Das sieht man interessanterweise in der Szene, wo Goku Dende abholt, aber nicht im Anime, eher im Manga, dass der Planet auch gar nicht so aussieht, wie er aussehen, also wie er jetzt aussieht quasi. Dass auch die Pflanzen noch ein bisschen anders sind, die Vegetation noch nicht so ganz exakt. Aber das sieht man nur im Manga. Im Anime haben sie es quasi genauso wie Namek gemacht. Ah, okay. Also das, ach so, bevor er, also als er Dende holt zu dem, dass er zu Gott wird, ne? Genau. Das also ist ja auch Z irgendwas, ne? Genau, von Zeit spielen. Okay. Genau. Weil ich dachte, der hat doch, Dende ist doch schon lange da. Genau, ich schon eine Weile her, aber das ist so ein bisschen die Verbindung, die man, genau. Ist alles eine runde Sache, so ein bisschen wenigstens. Nicht so rund wie One Piece, aber immerhin, ne? Ja, ein bisschen. Ein bisschen, ne? Man versucht, was man kann. Genau. Das Interessante ist mit der Position von Neu Namek, die in Resurrection F, Sorbe und die anderen, die konnten das eigentlich gar nicht finden, den Planeten. Deswegen sind die ja zur Erde nach, um Freezer wieder zu beleben. Aber irgendwie, ja, Cranberry, Moro konnte das Key spüren von den Leuten. Genau, Moro konnte das Key spüren, deswegen konnten die dahin. Irgendwie, Moros Fähigkeiten. Und dann haben die irgendwie ein und ein zusammengezählt. Irgendwie so ein bisschen, die es rausgekriegt haben, dass da Namek ist. Das ist, glaube ich, 100% erklärt. Ja. Na hier, also ich habe hier was gefunden auf Seite 20, da sagt halt nur Moro, flieg mal dort lang, da ist eine erstaunliche Art von Energie, und so haben sie halt den Namek gefunden, ne? Weil nämlich Vegeta und Son Goku sich auf Namek schon teleportiert hatten.
Ah, gut. Das liegt natürlich nah. Das ob, war, ob er nun die Energie von Goku die, gespürt hat. Das muss vorher gewesen sein. Dynamik, ne? Ich glaube, das war vorher schon. Okay. Das, die waren vorher schon auf dem Weg dahin. Deswegen war, hat Son Goku erst Kira gesucht. Genau, wäre immer interessant auf jeden Fall. Dass, sie, dann, dass sie wirklich schon mal explizit sagen, okay, Namek ist eigentlich schon Ecke, da kommt keine Sau hin. Aber ja. Moro kann es spüren, deswegen kommen sie dahin. Ah ja, er sagt es ja hier auch nochmal, durch meine magischen Fähigkeiten konnte ich das Leben spüren. Genau. Und dann sagt er auch, dass das Leben sich durch das ganze Universum verbreitet hat, was er natürlich scheiße findet. Ja. Genau, er hat damals ja eine gewisse Anzahl von Planeten schon ausgelöscht. Genau, darum auch der Beiname Planetenfresser. Genau, dann... Ja, da kommen sie halt, man kann auch vielleicht kurz auf Cranberry eingehen, der hat ja noch eine Backstory, die nachher noch erzählt wird, das ist auch ganz interessant. Er wurde ja wieder erweckt von dem Wunsch, dass alle, die von Freezer und seinen Leuten getötet wurden, wieder erweckt werden. Damals von Popo. Genau. Das war auch so eine Bonus-Page, ne? Genau, ist ganz hinten im Buch. Genau. Die zwei, ganz hinten von Band 10 ist das dann, glaube ich, schon. Aber man kann es ja mal kurz erwähnen, ja. Weil Cranberry ja auch mit Moro hinkommt. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man das erklärt, weil viele wahrscheinlich sich gefragt haben, hey, wo kommt der Typ eigentlich her? Es hat doch eigentlich gar keiner überlebt von Freezers Armeeleuten, weil der Planet ja auch explodiert ist und alles. Und da finde ich es halt gut, dass Toyotaro da solche zwei Bonusseiten, da habe ich auch mit einem anderen Kollegen mal drüber gesprochen. Und ich muss sagen, das hat er wirklich super gemacht, dass er da so die Vergangenheit nochmal gezeigt hat, ne, was passiert ist durch diesen Wunsch. Ne? Man sieht es ja oft gar nicht, was das für Auswirkungen hat für andere, ne? Genau, allgemein sehr, sehr gut gemacht. Also es wirkt so ein bisschen so, ja. Wie ein bisschen wie One Piece, so ein bisschen so ein alter Charakter, der früher mal da war, keine Bedeutung hatte und jetzt eine Riesenbedeutung hat. Das, ja. Genau. Das ist so ein bisschen... Weil ohne den wäre Moro ja nicht rausgekommen, ne? Und ohne den hätte Moro ja nicht gewusst, dass es Dragon Ball gibt. Genau, es führt eins führt zum anderen. Und auch interessant, wie der eigentlich abgehauen ist von Namek. Ich habe mich schon gefragt, der hat Popo den Wunsch gemacht, alle werden wieder erweckt. Und kurz darauf gab es den Wunsch, wo Dender und Polunga gesagt hat, alle außer Goku und Freezer zur Erde. Wie viele Minuten hat er dann, hat er, glaube ich, ein, zwei Minuten Zeit gehabt, um Vegetas Raumschiff zu finden? Oder? Der muss aus dem Wasser raus und dann zack. Ja. Ich hoffe, die zeigen sowas in der... Das wäre was Cooles für die Anime-Version, oder? Wenn sie die mal machen. Ja, ja. Also, wenn sie da mal machen, ja. Aber es ist schon witzig, ja, wie schnell das Ding eigentlich ging. Das muss dann ein, zwei Minuten gegangen sein. Und mehr war ja dann, wenn überhaupt. Also in Anime-Minuten, in Freezers 5 Minuten, die waren ja auch wieder... Ja, ja. Ich glaube 90 Minuten, ne, gegen den Kampf. Wie viele Folgen waren das? 10? Ja, wenn es nicht mehrere waren, ja. Auf alle Fälle, ich habe irgendwas gelesen mal mit 90 Minuten gegen den Kampf alleine. Also in Anime-Zeit. Das waren die längsten 5 Minuten soweit, ne? Aber genau. Ah, das hat sich aber auch gezogen. Das Turnier der Kraft hat ja auch sowas Ähnliches gemacht. Das waren 48 Minuten und wie viele Folgen? Also ist Ähnliches nicht. Ach. Es gab auch mal ein witziges Video auf YouTube, da hat jemand die ganzen Szenen zusammengeschnitten. Ah ja, hab ich gesehen, oh mein Gott, ja. Und es war gar nicht so lang, es ging ratzfatz eigentlich. Die Dialoge waren länger als die Kämpfe, wenn alles in Lichtgeschwindigkeit geht. Ja, dann gut. Dann mal los zu Namek. Da wollte Son Goku und Vegeta landen da, weil sie wissen, wo wir so hinwollen. Gehen dann an das Dorf von hier Muri, wie heißt er? Muri, ne? Und Muri, genau, der Oberälteste. Ja, kommen sie da hin und wissen schon, wen sie, dass da kommt Moro, der kommt dann auch dann. So ganz nett, die kommen dann da an, das Raumschiff kommt dann auch dann, dann kommt da diese Gegnung da, sieht ganz, auch ganz cool aus. Und dann Moro atmet zum ersten Mal nochmal frische Luft und hat gleich Hunger. Wie er da auch rauskommt mit seinem Mantel, Alter, so völlig unscheinlich, völlig harmlos, ja, und dann, oh, diese frische Luft seit Millionen von Jahren. Hat er diese stickige Luft vom Gefängnis atmen müssen, ja. Ja, Mann, wie traurig. Armer Kerl. Ja, und dann, dummerweise Eska, der andere, der kleine Namekianer, bleibt im Haus hängen und wir Moro spielen auf und will gleich seine Energie haben, aber Vegeta springt dann dazwischen und sagt, die Zahl der Namekianer soll nicht weiter runtergehen, das war schon genug in der Vergangenheit. Und Eska kann entkommen. Das war auch nicht schlecht gemacht eigentlich. Genau, er schlägt ja Eska aus seinen Händen raus durch einen Kick und so. Und daran hat man schon gesehen, dass, also man war erstmal verblüfft, ne, dass Vegeta erstmal Namekianer rettet, die ja vorher
platt gemacht hat, ne? Genau, und schneller als Son Goku, ne? Also Son Goku wäre eigentlich der Erste gewesen, der normalerweise da eingreift, aber Vegeta hat gesagt, nee. Aber das muss so an Vegeta nagen in der Situation, ja, dass er halt wirklich so krasse Schuldgefühle hat von damals. Darum ist ja auch Vegeta mein Liebling, ne? Ich kann mir so vorstellen, er war jetzt knapp 20 Jahre nicht mehr auf Namek, sieht zum ersten Mal nochmal diese Gegend mit dem grünen Himmel und denkt sich, erinnert sich nochmal so ein bisschen, was er eigentlich da gemacht hat. Wahrscheinlich, ja. Vielleicht auch unterbewusst, das kann ja, muss ja, ist so ein bisschen die Nuance, die man ein bisschen versteckt vielleicht auch. Aber da sieht man schon, dass sich da was entwickelt. Ab dem Moment, wo er es gerettet, dass er denkt, okay, das geht hier nicht nur um Moro, es geht hier auch darum, was. Das wird auch nachher nochmal mit dem bisschen genauer erläutert, ein bisschen genauer detailliert gezeigt. Aber das ist ja schon das erste Zeichen, dass hier. Da ist was im. Ah, das ist interessant, okay, da. Da ist irgendwas im Busch. Mit seiner Vergangenheit, da ist noch was im Busch. Und dann kommt der erste Fight, ja? Moro gegen Vegeta. Dann geht's mal los, genau. Erstmal versucht er ein bisschen, erstmal verhandelt er sich durch, das ist fast so wie Goku-Style. Erstmal, Vegeta macht dann meistens immer volle Power und dann los, aber diesmal so ein bisschen so stufenweise sich hochentwickelt und wollte mal sehen, was hat Moro eigentlich vor. Er will so ein bisschen rausquetschen, was hat der eigentlich für einen Plan, warum will er nach Namek? Was hat der? Und so kriegt er langsam raus, was er für einen Wunsch eigentlich hat, wenn er will, zum ersten Mal, dass er auf die Dragon Balls aus ist und zum anderen, was für ein Wunsch. Genau, und das spricht auch wieder für Vegeta, ne? Also weil er halt mehr drüber nachdenkt, ne? Son Goku quasi wäre jetzt in den Kampf gesprungen, hätte einfach gekämpft aus Spaß, ne, um zu gucken, wie stark der Gegner ist. Und Vegeta verfolgt aber einen Plan, weil er wissen möchte, was will Moro eigentlich hier, ne? Warum ist er überhaupt hier auf Namek gelandet, ne? Genau, Son Goku war dann auch schon ein bisschen überrascht von der Situation, dass Moro ein anderer Gegner ist, aber ich glaube nicht, dass er so diesen Plan gehabt hätte. Das spricht wieder für Vegeta hier. Ja. Ja, und sieht eigentlich ausgeglichen aus, ja. Und dann geht eigentlich schon, aber Vegeta ist auch nicht bei voll. Geht er dann vom Super Saiyan zum Super Saiyan Gott und dann nachher, und während er im Gott ist, sagt er, ich kann nicht weiter, und dann rückt Moro langsam mit der Sprache raus. Dann geht er zum Blue, und zwar eigentlich müsste er auf der Blue sein, Blue Evolution eigentlich sein, glaube ich, von den Bildern her. Warte mal. Sieht beim Manga ja, das sieht man mit der Aura so ein bisschen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ich guck mal kurz. Ich hatte da mal auch ein Video gemacht über die verschiedenen Auren. Jetzt muss ich bloß mal schauen. Also er kämpft eine Zeit lang wirklich in den Gottmodus. Zeit lang im Gottmodus, damit er mal rauskriegt. Ah, jetzt hier, jetzt. Die Aura sieht ein bisschen anders aus als nur Nee, das müsste die Evolution Aura sein, ja, weil die Aura ist nämlich so, also nicht so. So außenrum so ein bisschen, genau. Genau, sonst ist die blaue Aura ja wie so eine Flamme quasi, ne? Und das sind halt richtig harte Linien, ne? Und daran sieht man, dass das dann eine andere Version ist, dieses Blue. Aber nur ganz kurz, ne? Nur für den eigenen Angriff sehe ich, ne? Nur schnell, weil dann Moro muss das schon absorbieren. Und dann kann er nicht mehr die ganze Kraft, und nachher verwandelt sich ganz zurück und kann dann auch nicht weiter verwandeln. Er bleibt in seiner Basis von hängen. Moro macht alles passiv. Son Goku kann auch nicht mehr machen. Die wurden da quasi davon, von der Art, von der, wir haben schon geahnt so ein bisschen, aber so von der Art und Fähigkeit wurden sie einfach überrascht. Und das war quasi ein, die war ja ziemlich am, ja, die liegen dann am Ende mit einer riesigen Explosion im Krater, beide. Und ja, ist natürlich eher ungut gelaufen in dem Fall. Ja, das Problem ist halt, dass Moro diese passive Fähigkeiten hat, ne? Dass er. In dem Fall hat man ja gesehen, dass er Stück für Stück immer diese Energie entsaugt hat, ne? Vegeta. Das ging so langsam auch mit den Pflanzen so ein bisschen, ne? Das hat der. Ist halt eine andere Art. Dieser Gegner sind sich gewohnt, deswegen haben sie das ganz einfach. Sie haben das ganz unterschätzt einfach, und deswegen sind sie so erstmal so geendet, wie sie sind. Aber Moro hat sie am Leben gelassen, hat gedacht, ach, die sterben eh schon. Lass mal sie im Krater da liegen. Ja, im Grunde haben beide Seiten Fehler gemacht, ne? Erstmal Vegeta und Son Goku haben ihn unterschätzt und Moro hat gedacht, die sterben eh, ja. Hätte er sie da schon platt gemacht, endgültig, dann wäre alles das nicht mehr passiert. Na gut, sie hätten auf der Erde noch Dragon Balls Karte, ja. Sie müssen erstmal rauskriegen, was Sache war. Weil jetzt kommen wir dem Moment, wo man jetzt, ist quasi eine Art Mini-Pause auf Namek, weil erstmal, Bulma fragt sich, ist jetzt schon eine Woche weg, wo bleibt er? Kriegt man gleich zur Schwester, die ja jetzt auf der Insel lebt, wo der alte Omori vom Jaco-Manga
gelebt hat. Wahrscheinlich hat die das Haus übernommen, so ist das mal dargestellt. Denke ich auch, ja. Das war, glaube ich, auch das zweite Mal, dass man was von der Schwester gehört hat, ne? Genau, die war auch ja, vor dem Universum 6 Turnier war das ja auch mal kurz angezeigt da. Genau. Im Manga nochmal deutlich, im Anime hat sie, glaube ich, eher so in einer Strandgegend gesessen und im Manga hat sie auch dieses Haus bewusst gezeigt. Das war wohl, glaube ich. Genau, ich glaube ja. Genau, das. Erstmal gucken, weil die hat nämlich das Gerät, um sich Jaco zu kontaktieren. Die hat die Patrouille, damit sie da mal rauskriegen, was ist da eigentlich los. Ne? Und das sind auch Sachen, kommt mit, hat noch Bra dabei. Ist auch eine interessante, seltene Kombo, aber. Aber war sehr witzig auf alle Fälle. Und man muss auch noch sagen, durch diese Godpower, die Son Goku und so hatte, ne, dass Moro natürlich einen richtig echt, extremen Schub bekommen hat. Der war ja auf einmal komplett jung wieder, ne? Der Bart hat sich ein bisschen verändert, ne? Genau. Das ist das Hauptding eigentlich fast. Nicht und weniger faltig. Ja. Aber ist doch schön, ja, wenn man sowas kann, ja. Also sich so jünger machen kann. Würde ich auch machen. Ja. Ja, gut, dann geht's so. Dann ist halt, weiß ich noch, wie lange, wie viele Tage vergangen? Ich glaube, 3 Tage sind vergangen oder so. Waren es 3 namekianische Tage, weiß ich jetzt auch nicht, Ja. aber. So ein bisschen, dann liegen Warte mal kurz, da bin ich. Esker und Muri haben ja die zwei quasi gerettet. Aber Esker kann halt, versucht ja halt mal mit seiner Heilungsfähigkeit die beiden wieder herzustellen, aber er ist halt nicht so schnell. Er hat noch nicht, seine Fähigkeit ist nicht so ausgereift, deswegen geht das immer so stückweise. Genau, hier habe ich gerade die Seite aufgeschlagen und hier steht, sagt Mori, ihr habt ganze 3 Tage geschlafen. Genau, 3 Tage waren sie ohnmächtig. Genau, und das sieht man auch, wie diese Heilungsfähigkeit von Esker muss dann dem auch sehr langsam gewesen sein. Oder die waren so leer, dass eine Kombination aus beidem wahrscheinlich, dass das Ganze so lange gebraucht hat. Wahrscheinlich, Ja. ja. Er ist ja auch noch sehr jung, ne? Also muss man ja auch dazu sagen. Man weiß eigentlich auch nicht genau, auch hier Esker, der ist ja auch so eine Art Mini-Charakter, der aus dem Dragon Ball Manga kommt. Der Genau. am Ende von, als der alte Kaioshin nach Namek geht, um den Wunsch. Wie geht das Befehl an Buu-Saga, den Drachen zu rufen? Da wird er kurz einmal gezeigt. Auch wieder so eine Art, das ist fast Oda-mäßig wieder. Ja. aber weiß man auch nicht genau, ist das ein Sohn von Muri oder ist es ein Sohn vom vorigen Obaldisten? Das ist auch wieder so ein, das kann ich erwähnen. Es wird, glaube ich, nicht, es wird, glaube ich, nicht direkt erwähnt, aber ich würde schon eher sagen, dass es von Mori sein müsste. Muss, ja, Weil hätte ich das auch vermutet, auch von dem alten. die Bänen, ja, auch weil die Bänen mehr so Kontakt haben, ne? Das und irgendwie, das hat ja das ganze Drama auf Namek, auf dem alten Namek mitbekommen. Ich glaube, gibt kein Genau. Anzeichen, dass er da irgendwie da dabei war, oder? Ja, glaube ich auch nicht. Also mir ist nichts, mir ist. Genau, es war ein traumatisches Ereignis beim alten Namek, wo Freezer und seine Leute einfach alles abgemetzelt haben. Ja. Und ich glaube, das wirkt nicht so, als ob er da dabei war. Das heißt, muss dann danach geboren worden sein. Würde ich auch sagen, ja. Dende kennt ihn, das heißt, wahrscheinlich. Vielleicht wurde er kurz nachdem sie nach Namek gingen geboren. Kann ja auch sein. Aber das wird vielleicht irgendwann mal erwähnt. Ja, man weiß ja nicht, wie viel Zeit genau vergeht, ne? Also von dem neuen Namek-Erschaffung da bis hin, wo Son Goku ihn abgeholt hat, ne? Ah, das. Bisschen Oder? Wände abgeholt. Doch, das waren so 3 Jahre. 3, 4 Jahre. Ja, gut, dann hätte er ihn ja kennenlernen können, ne? Wenn er dort geboren wurde, dann. Genau, Und dann müsste er von klein auf kennen. Das müsste waren, glaube ich, das waren 3 Jahre zu den Zellspielen. Das war dann so ein bisschen so ein Jahr bevor. Ja, Freezer und Cold auf die Erde kamen, wo die dann weggezogen sind. Ja, das könnte so hinhauen, ne? Dass das so ein kleines Baby war, Denke oder? ich auch, ja. Aber die Namekianer wachsen ja schnell auf, ne? Hast du ja gesehen mit. Ja. Witzig ist auch eigentlich, dass die eigentlich, die werden auch so eine Kohlköpfe geboren, ne? Das hab ich. Ja, wie war das beim alten Piccolo? Der war so in so einem komischen. Es war ein Ei Ne, der und dann. war. Es war ein Genau. Ei. Es war ein Ei. So eine Art komisches Ei, ja. Da schlüpfen die irgendwie raus oder so eine Art. Genau, könnten sie auch Das mal ist schon sehr, sehr süß. genauer zeigen, ne? Genau. wie sowas abläuft. Die Fortpflanzung der Namekianer. Genau. Ein Geschlecht, das geht ja alle. Und muss man ein bestimmtes Alter haben, um das zu können, weil sonst könnte ja einfach jeder einfach wieder Eier ausspucken. Genau. Ja. Ja. Gut, und dann war Moro auf der Suche nach den Dragon Balls, ne? Auf Genau, den hat er dann schon einige gehabt und dann in dem Moment, wo Goku und Vegeta aufwachen, da greift er gerade ein bestimmtes Dorf an. Und Muri hat ja halt schon gesagt, okay, wir haben natürlich auch unsere Pläne. Ne? Da versuchen sie dann ist ein Krieger, der fusioniert sich durch. Oder mehrere Krieger fusionieren sich zu einem durch. Ich weiß gar nicht, wie viele das waren, ob so 10, 20 waren oder noch mehr.
der Stärksten zu einem Mechaner zusammen und da versuchen dann Moro von hinten anzugreifen. Was natürlich dann nicht so wirklich gelingt. Moro ihm einfach den Arm durch. Ja, also seine. Und die Szene war ja mal richtig heftig. Also als ich die gesehen habe, wo er einfach durchbohrt hat, und man muss ja bedenken, davor haben sich lauter namekianische Krieger zusammen fusioniert, ne, zu einem. Und wir wissen ja, die namekianische Fusion ist ja schon stark, ne? Also man hat es ja gesehen bei Piccolo und so. Und einfach durchbohrt. Genau, die ging ja von Piccolo und Nell, die ging ja, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie schnell die. Sag mal, die waren, Kampfkräfte zu rechnen ist auch wieder so eine Sache, ne? Das geht auch ein bisschen auseinander. Ja, die waren irgendwo in den 10.000er, würde ich sagen, und war nachher so stark wie Freezer mit 1 Million. Genau. Auch wieder so, wie man es genau rechnen soll, ist eine andere Frage. Aber das ist natürlich, unzählige haben sich ja fusioniert und das hat trotzdem nichts gebracht. Moro hat nicht mal ins Gesicht geguckt, der hat einfach nur nach hinten. Nee, genau. Ich habe ja gerade die Szene vor mir, einfach durchbohrt, Alter, komplett. So krass, ey. Das war ein Move, den er durch den Arken durch öfter mal einsetzt, ne? Ja, das ist so seine Parade. Ist seine Spezialtechnik, kann man fast sagen. Durchbohren, meine Spezialtechnik. Genau, dann blieb nur noch ein Dragon Ball übrig, ne? Den sie dann im Haus da bewacht hatten, oder? Genau, in der Hütte, in dem Verstecken, fast eine Art Bunker, ne? Ja, den sie da, den letzten Dragon Ball, genau. Aber so gut, wir gehen dann weiter, nicht fit. Aber so denkt sich, es tut sich so ein bisschen jetzt aufhalten, auch wenn sie natürlich ganz fit sind. Und während sie sich umziehen, Goku geht schon mal raus und dann hat Vegeta noch mal ein Gespräch mit Muri, was ich sehr interessant fand. Du wahrscheinlich auch. Ja. Das ist, ja, aber die Sache, aber noch, die Sache, was er von der Sache hält, was Vegeta damals gemacht hat. Und dass Vegeta bewusst ihn darauf anspricht. Zeigt nochmal, baut nochmal auf dem vorigen nochmal auf. Das sieht, okay, das ist weiterhin was Tieferes im Busch. Genau, Vegeta fragt ja hier, also ich habe gerade die Szene aufgeschlagen, wo sie sich beide unterhalten. Und Vegeta sagt halt hier, zu wissen, dass er vor all in den Jahren die ganzen Namekianer abgeschlachtet hat, was Moro jetzt über ihn denkt derzeit, ne? Und Muri sagt aber auch, dass Groll und Hass bringen halt nur weitere Konflikte, ne? Genau, das ist das nicht ständige Ding, ne, genau. Aber er will trotzdem, das reicht, wie geht halt natürlich nicht. Und, nee. Beziehungsweise, es geht ihm um was selbst. Es geht ja nicht darum, ob andere, es ist auch so, viele sagen ja auch, wie geht er, sei der Buu-Saga ein Guter, aber er hat es trotzdem nicht, im Inneren nicht vergessen. Es ist immer ein Unterschied, ob andere dich als gut sehen oder ob du sich selber auch schon damit Frieden geschlossen hast. Ja, wie sagt man so schön, man kann zwar vergessen, aber nicht verzeihen, ne? Und er verzeiht sich halt dieses nach all den Jahren. Insbesondere jetzt, wo er nach so langer Zeit immer auf Namek ist. Das ist halt wahrscheinlich, vermute auch, weil er wirklich an dem Ort ist nochmal. Weil ist nicht wirklich Namek, ist ein anderes Namek, aber das sieht ähnlich aus. Der Himmel ist gleich, die Pflanzen sind gleich, die Gegend ist gleich, die Leute sind gleich. Und ja, deswegen kommt das halt so. Wie auch immer. Aber sehr cool. Sehr interessanter Dialog. Auch gibt Vegeta mal so ein bisschen Entwicklung, was man in Dragon Ball Super sonst nicht so viel gesehen hat, muss man sagen. Es ging manchmal so im Anime so ein bisschen hin und her. So ein bisschen, manchmal wie so ein bisschen so der alte Cell-Saga-Vegeta, kann man sagen. Manchmal wie so ein bisschen so der. Das hier ist so richtig, hier ist ein roter Faden drin, das ist gut. Ja, manchmal war halt sehr witzig gemacht, da wo Vegeta den Bingo-Tanz gemacht hat und so, da dachte man schon, oh, was haben die mit Vegeta gemacht, ne? Aber. Naja, im Manga hat sich das, ich sage mal, im Manga hat er sich sehr schön entwickelt bis jetzt und ja. Da ist dann noch eine Person dran. Im Anime sind öfter mal mehrere Leute, die Storys schreiben für die Folgen und dann sind zu viele Köche am Werk und hier in dem Fall passt das einfach. Und das verstehen auch viele Fans da draußen nicht, ne? Die denken immer, das kommt alles nur von einem, ne? Aber dass da so viele Leute und Menschen daran rumrühren. Gerade beim Anime, da ist das. Ja, gerade da. Deswegen ist es wahrscheinlich jetzt auch gut, dass es jetzt ein Manga ist und der Manga das Hauptmedium ist, was vorausläuft und der Anime dann vermutlich irgendwann das Ganze animiert und dann, die haben eine schöne Basis, um das Ganze konsistent zu halten. Wahrscheinlich auch, Wahrscheinlich ist das der beste Weg. Wann immer das sein wird. Ja, bis jetzt, dieses Jahr wurde ja nicht, letztes Jahr im Dezember wurde ja nicht verkündet, ne, von der Jumpfester. Nee, da ist noch nichts. Da gab es ja nichts. Außer die Meldung, dass Dragon Ball Super in Fuji TV wiederkommt, aber nur die alten Folgen. Genau, und nicht genau, einfach nur ein Rerun. Das ist aber nichts Besonderes eigentlich, das kommt mal vor. Und du wirst es nicht glauben, gestern habe ich einige Artikel gesehen, jetzt kurz mal ein kleiner Fun-Fact für euch da draußen. Gestern habe ich nämlich einen Artikel gelesen von der GamePro-Seite hier in Deutschland und die haben
die haben es nicht gerafft. Die haben erstmal krass verkündet, Dragon Ball Super kommt zurück im TV und haben nicht mal gesagt oder irgendwie erwähnt, dass es alte Folgen sind. Und das haben wieder Fans genommen, um in Dragon Ball Gruppen auf Facebook zu posten, hey, Dragon Ball Super kommt wieder zurück. Endlich wird der Manga animiert. Wo ich mir dachte, Leute, das sind die alten Folgen. Ja, eben. Noch ist gar nichts mehr. Mann, ey. Und deine GamePro-Seite, die eigentlich über Spiele berichtet, die will sich auf einmal auskennen im Anime und Manga oder was? Na klar. Na man, ja, das sind gute Klicks, also es hilft doch, ne? Natürlich, das ist alles nur wegen Klicks, ja. Gut, das war nun mal so am Rande erwähnt. Genau, gehen wir mal weiter in der Story. Das ist ja, jetzt kommt ja die Galactic Patrol ja auch noch dazu. Es kommt jetzt zum interessanten Showdown, also Moro mit dem Raumschiff und Cranberry kommen geflogen. Ist ja gut, wir gehen, da kommen wir entgegen und dann auf einmal ein Raumschiff. Die Galactic Patrol auch noch in der Mitte, mit Meros voran. Ja. Der fängt sich den Moro einfach mal. Das war krass, ne? Mit so einem Fangnetz, ja? Mit so einem, keine Ahnung, Schleim oder was das da sein soll, ja? Von der Galactic Patrol entworfen von denen, genau. Ja. Und aber cool, ne? Und dann erstmal das und dann haben sie noch Bu dabei, der von einem Hypnotiseur von der Galactic Patrol quasi die Erinnerungen so ein bisschen zurückgeladen hat. Das ist auch ein toller, ist auch toll, ist wunderbar gelöst. Ja, richtig cool. Ach, wisst ihr, die haben sich wahrscheinlich so gedacht im Zimmer. Wie können wir das machen? Wie können wir jetzt Bu irgendwie einführen? Er hatte keine Erinnerung von damals mehr. Ach, wir machen einfach einen Hypnotiseur. Bei Galactic Patrol gibt's sowas und dann geht das schon. Das klassische Dragon Ball Humor, das passt. Ja. Fand ich sehr witzig auch, ja. Als Jakob das so erzählt hat, wir hatten einen Hypnotiseur und der hat den da so mal gemacht, ja. Und knacks, waren die Erinnerungen wieder da. Gut, und dann gibt's einen tollen Kampf zwischen Moro und Bu. Das ist ja eigentlich sehr. Bu hat da super Technik drauf, da reiten. Moro versucht auch seinen Move ihn zu durchsporen, aber das bringt ja bei Bu nichts, ne? Der regeneriert sich einfach. Ja, das ist ja das Coole bei Bu, ne? Dann diese ganzen Fähigkeiten, haut er mal, ich glaube, einmal einen Kopf in der Hand oder so und dann mit der anderen Hand steckt er genau. Zu. Er spielt da rum und er nutzt dann zig viele Hände, um Moro quasi wie so am Boden zu kreuzigen quasi. Ja. Das ist sehr schön zu sehen. Das sieht man ja sehr selten, dass Bu da mal, der packt da wirklich alles raus, was er sonst so kann, ne? Also, genau, der haut alles raus und und spielt eigentlich so ein bisschen mit Moro, ja? Weil scheinbar Moros Magie da nicht wirklich wirkt gegen ihn, was auch so interessant ist. Ja, das ist wieder so eine komische Sache, ne? Das ist bei. Aber ich denke mal, weil Majin Bu, also der dicke Bu, halt einfach so stark ist, ne? Und ich denke, dass Vegeta und Son Goku sich ja verwandeln müssen, um stärker zu werden. Aber Bu ist halt von rein schon so stark, ne? Oder? Und wahrscheinlich auch, weil Bu einfach auch Magiefähigkeiten hat, glaube ich, auch so ein bisschen. Er kann auch so ein bisschen oder was. So, ja. Ist er selbst ein so ein bisschen magischer Typ, ja, kann man sagen. Das hängt auch, denke ich, damit zusammen. Wie auch immer, wie es ging, er hat nichts gebracht. Und dann wollte er quasi, kann man auf die Szene, da wollte er, glaube ich, diese Einsprungstechnik nutzen, so sah es fast aus, und dann wird der Himmel auf einmal dunkel. Genau, weil Granberry nämlich währenddessen die Dragon Balls gesammelt hat und sich auch so einen kleinen Namekianer gekrallt hat und dann so ein Übersetzungsgerät auch hatte, wo er das her hat, keine Ahnung, aber... Das ist eine gute Frage, wo hat er das her? Das sieht so ein bisschen aus wie Namek-Technologie, oder? Ich weiß es nicht. Ein bisschen, ja. Aber wahrscheinlich ist das so eine Standardausrüstung bei den Namekianern. Falls mal irgendein ausländischer Mitbürger kommt und unsere Sprache nicht kann und sich was wünschen möchte. Na, eigentlich soll der Gegenteil sein, ne? Eigentlich haben sie deswegen, dass der Wunsch auf Namekianisch gesprochen werden soll, um eben das Auswärtige es nicht nutzen können, wie damals Freezer oder so. Aber da muss man auch sagen, dass Cranberry halt sehr gut vorbereitet war, ja? Er wusste das alles, ne? Noch von damals. Genau, nur ich frage mich noch, woher wusste er, dass es drei Wünsche sind? Aber das ist eine gute andere Frage. Das kommt da fast. Plot. Vielleicht hat es irgendeiner rum erzählt oder so, keine Ahnung. Oder hat das. Knastgespräche wieder. Knastgespräche oder. Oder was er auch immer mitbekommen hat als. Ja, irgendwelche Gerüchte. Oder was er selber auf Namek fährt, er wieder weg wurde in einer Minute, wo er abgehauen ist, das könnte er fast nicht gemerkt haben. Da war nämlich nur ein Wunsch über, ne? Das konnte auch. Interessant, wie er das weiß, ob es eine Lücke ist oder so, aber lass mal so stehen. Ja, ja. Lass mal so stehen. Wie immer, er hat den Wunden. Dann interessant, Drache kommt hoch und dann tötet er hier Muri und den anderen dann noch, ne? Und dann ist interessant, der Drache bleibt trotzdem eigentlich. Moment mal. Muri ist eigentlich, wenn der stirbt, muss der Drache eigentlich weg sein, dachte man ja damals, ne? Was ist denn da los? Ja. Und okay, gucken wir wieder, wir müssen jetzt dahin, ne?
Ja, die haben gesehen, dass halt Moro dorthin ist, ne? Schnell zu dem Drachen und so, bevor halt, Ich glaube, sie fliegen zu Ergo, wir fliegen zuerst los und dann ja, Bramble erstmal den Wunsch, sich seine Kraft wiederherzustellen. Dann macht Moro Telepathie. Okay, hier, Cranberry, ich will meine alte Kraft wieder. Aber Cranberry will auch wieder sein, will aber auch sein. Aber okay, mache ich, aber nur wenn ich meinen letzten Wunsch erfüllen kann, dass ich auch von hier von einem Planeten flüchten kann, wo mich Freezer und die Patrol nicht findet, ne? Genau. Was sagt er, okay, macht er das? Und dann in dem Moment kriegt Moro so eine Power, dass er einfach guckt und wie geht er überholt. Und dann nochmal seine Spezialtechnik anwendet und Cranberry durchbohrt. Was auch wieder Ja, einfach. sehr brutal auch. Ja. Na, die brutalen Szenen werden auch immer komisch dargestellt, ne? Mit solchen Kringen und alles sowas, ne? Im Hintergrund. Das genau. Und man muss auch sagen, macht er sehr gut, Toyotaro. Das sieht sehr gut aus. Also, Ja. diese Szene kriegt er gut hin. Das wirkt reell. Das ist so ein bisschen was, was wir im Anime nicht so wirklich kriegen, wahrscheinlich. Die Frage ist, kann sein, doch, aber. Ja. Und nicht mehr kriegen. Früher natürlich mehr, aber heute. War gespannt, wie die es da lösen. Aber im Manga hat er so ein bisschen mehr Freiraum. Hat er auch damals im Goku Black Arc so ein paar Szenen, wo ich glaube, da auch so mehrfach ein. Der Goku Black so ein Schwert im Rücken oder so, ne? Das war ein bisschen brutaler auch. Genau, und Mo versucht denn den letzten Wunsch zu äußern, was man ja nicht genau weiß, weil es ja nicht übersetzt wird hier in dieser richtigen Sprache. Ich kann leider keine Mechianisch, deswegen. Nee, ich auch nicht, nee. Man sieht halt bloß, dass Polunga sagt, sehr wohl und das war der finale Wunsch. Genau, und da fragen sich natürlich alle, was ist zwar dein Wunsch, ne? Und da gibt Ja, das hatte man ja. natürlich dann, das dauerte dann natürlich, da der Manga nur jeden Monat einmal rauskommt. Das hat glaube ich, noch ein paar Kapitel gedauert, bis er es veröffentlicht hat. Das hat natürlich alle gefragt, okay, was ist das jetzt? Ja, Spekulation das angeheizt. ist dieser Hund, ja. Spekulation angeheizt. Wie auch immer so, dann, ja, Moro hat die Kräfte wieder. Und kann natürlich dann wieder, er kann schnell flüchten und hin und her fliegen, das ist natürlich kein Problem. Er fliegt dann ins All und Ja. fängt dann an zu absorbieren, ne? Ja, ich glaube, der ist auch gleich abgehauen, ne? Genau, erstmal weg, dass er die Ja. Buch rettet, erstmal die an, also erstmal heilt er, wen er kann, Eskar zum Beispiel, und weil auch die anderen zwei, die anderen sind ja alle tot, die anderen im Kern, da konnte er nichts mehr machen. Gut, und Vegeta heilt er auch. Aber da ist aber, glaube ich, auch die Verbindung, ne? Wenn Eska der Nachfolger von Muri ist, kann es nicht deshalb sein, dass die Dragon Balls noch Bestand hatten? Genau, das ist der Grund. Das ist das, was wir nicht sind, was wir Ah, der, den Zeitpunkt nicht wussten, weil sonst wäre es ja okay. quasi ein Plothole. Was Ja. kann sonst nicht sein, aber das bewusst, Ja. mir bewusst so gemacht. Aber ja, Buu heilt dann noch Goku und Vegeta. Genau. Und dann auf einmal verhandelt er sich in Daikaioshin zurück. Was dann auch immer. Hä? Oh, kann er das jetzt? Nicht nur die Erinnerung, jetzt ist er kann auch mit ihm Position tauschen. Quasi. Aber war sehr schön, den Daikai schon da zu sehen, ne? Ja, ist sehr nostalgisch. Er kriegt mehr Laufzeit als im alten Manga. Ja. Oder im alten Manga hat er glaube ich nur ein Bild gehabt, im Anime ein bisschen mehr natürlich, ne? Aber trotzdem. Genau, und dann versuchte Moro die ganze Energie, das sah man ja dann auch, als als Jaco und Merus, genau, auf dem Planeten noch waren, als hier die Energie entsorgt wurde langsam, ne? Und da wusste man halt, dass Moro im All gerade ist oder so, dann gehen sie auch alle ins All, ne? Goku und Vegeta fliegen ne? hoch, der Kaioshin, die fliegen zu Ja. dritt. Aber dann, er ist so weit weg, dass Goku und Vegeta nicht hin können. Das ist auch interessant. Die geben da so ein bisschen Detail zur, wo endet die Atmosphäre. Nicht wirklich Detail, aber die sagen da, okay, wir können bis dahin gehen und nicht weiter. Genau. Danach können halt nur Leute wie, ja, sagen wir auch Freezer zum Beispiel, können dahin, wenn er da wäre. Leute, die im All überleben Ja. können. Auch der Daikaioshin in dem Fall, Moro. Wie weit, wie viele Ja, Kilometer, das ist das. ich habe mal nachgeguckt, hier gibt ja die Exosphäre, die geht 10.000 Kilometer, das ist das Ende der Atmosphäre. Die Frage ist natürlich, das ist so dünn, das ist schwer zu sagen, wo da wirklich die Grenze gezogen wird. Ich habe mich damals auch mal gefragt, hier mit Bardock, wo der ins All geflogen ist, wie weit war Ja. der denn da hoch? Ja, das ist die Frage, ne? Ja. Aber 10.000 Kilometer ist halt schon viel, ne? Es könnte schon, könnte schon, könnte, sagen wir das, sagen wir die neben dem Bereich, keine Ahnung, kann ja sein, Ja. das ist so eine Vermutung, die man so nehmen kann. Dann gab es noch den Kampf mit Goku und Beerus, der war auch teilweise im All, aber auch in der oberen Atmosphäre. Über der Stratosphäre, Ja, irgendwo denke ich auch. weiter, irgendwo in der Ecke. Die Frage ist, dass sie noch wissen, okay, wir können bis dahin und nicht weiter. Das ist auch interessant, dass sie das mal so klar wissen. So ein bisschen, okay, wir können nur bis dahin. Das Ja. ist auch mal ein bisschen klargestellt. Also nicht weiter, 1 Millimeter weiter und wir sterben, aber jetzt können wir noch bleiben. Oder ein paar Kilometer, wie auch immer, welche Distanz es da auch immer war. Ja. Aber auch, ja, das Detail, ne? Wie auch immer.
Der Taikaoshin macht es dann alleine, ne? Er will dann diese Technik wieder anwenden, diese Matoru. Ja, genau. Er sagt es ja auch, dass er, der muss ich das wieder machen wie damals oder sowas, ne? Oder ich muss deine Magie wieder versiegen. Versucht dann diese Attacke zu machen. Man sieht auch diese Pose im Manga. Aber Moro erkennt natürlich dann schnell, dass er gar nicht mehr diese göttliche Power hat. Und nicht mehr genug, glaube ich schon, irgendwie war das ein großen Teil. Das kann die Technik nicht mehr anwenden, das ist das Problem. Er kann es nicht mehr. Weil, jetzt kommen wir schon zum interessanten Punkt, weil wahrscheinlich, also wie, währenddessen parallel läuft eine Erklärung von Merus, der, wie war es genau, Merus hat genau inzwischen Goku und Vegeta aufgesammelt, weil die ja nicht weiter fliegen können, das fliegen mit dem Raumschiff weiter. Und da reden die ja drüber, ja, wie kann das wahrscheinlich, erst dachte Merus, dass ja, der gute Wu das Gottki das Ki erlangt haben muss, aber es war wohl das Gegenteil, der böse Wu hat es wohl gekriegt, das heißt, der Daikai Oshin in dem Fall hat es nicht mehr. Und nicht mehr genug. Genau. Es gibt nämlich ein kleines Bild, wo Merus das nämlich erzählt und dann sieht man den bösen, also Kid Buu quasi, ne, das böse Buu und dann den dicken Buu. Und da sagt Merus auch, da der gute Buu das physische Erscheinungsbild geerbt hat, denke ich, dass die Gotteskraft an den bösen Buu ging, statt an den guten. Ja, und Merus hatte damals gedacht, dass das alles am guten ging und nicht an den bösen, weil es ja göttliche Kraft war oder Gotteskraft. Ja, leider ein bisschen verschätzt, ja. Aber auch wirklich... sehr interessantes Detail, was im späteren Verlauf sehr interessant, sehr ja, ja, quasi ja, auflöst, sehr, aber sehr interessant. Sehr gut gemacht schon, das reinzubringen überhaupt, diese ganze Idee zu haben überhaupt. Ja, das, ja. Was ist ja auch nicht, also was ist zwar das Dragon Ball Kosmos erweitert ein bisschen, ja, mit halt mit ein paar Infos, aber jetzt nicht, wo man sagt, wie kann das denn sein, das geht ja gar nicht oder sowas, ne? Aber es ist halt so eine kleine Mini-Info, was halt sehr interessant ist, finde ich, für solche Situationen. Genau, ist einfach, ist sehr gut gelöst, gerade jetzt mit dem Zeitraum, wo wir jetzt sowieso alle Gottfähigkeiten ja. haben. Das. Ja. Genau. Und dann wird, glaube ich, der. Genau, und dann wird, glaube ich, der Daikai schon von Merus in so einen Flashback geworfen, ne? Kann das sein? War es dann nicht sowas? Genau, ist auch so eine coole Szene, weil erstmal scheitert die ganze Attacke so und dann. Er kann ich ja nicht erklären, warum. Und dann. Hilft Morim quasi auf die Sprünge, der bei ihm quasi in die Vergangenheit kickt irgendwie, ne? Also, ah, okay. Oder irgendwie in die Erinnerungen vom, irgendwie, es ist ja, ist quasi visuelle Erinnerung, wie kann man das nennen, ne? Genau. Also auf einmal sieht, wie der Kid Buu vernichtet wird. Die Szene. Die sieht dann quasi, das sieht so, als ob er da wäre. Für einen Moment. Er haut den eigentlich nur in einen anderen Asteroiden rein, aber irgendwie wird das, das ist wie so eine andere komische Fähigkeit von Moro, ne? Ja. Na, er sagt ja, glaube ich, auch irgendwas mit, jetzt habe ich deine Erinnerung gesehen und jetzt weiß ich Bescheid oder irgend sowas, ne? Erwähnt er doch da, möchte ich meinen. Das erinnert so ein bisschen an, gut, erinnert, nicht wirklich, aber was als Technik als nächstes rankommt, das weiß noch, wo auf Namek sein Goku Krillins Kopf gehalten hat und dann gesagt, ah, ich weiß, was passiert ist. Die Ereignisse, wo Goku gerade auf Namek angekommen ist. Er wusste quasi halt Krillin auf den Kopf. Ach so, genau. Das ist so ein bisschen, genau. Das kann man am nächsten ran, würde ich fast sagen, oder? Wahrscheinlich, ja, würde ich sagen, ja. Genau, da kam jetzt Son Goku auch mit dem Raumschiff, hat kurz Krillin angefasst und dann hat er gesagt, ich weiß über alles Bescheid. Oder sowas, ne? Aber da Mo ist nochmal ein extra Klasse, da kann er das visuell wirklich für den anderen darstellen. Also so eine Art, das hat man noch nicht gesehen. Ja, und dann... kommt Merus ins Spiel. Der hat einen tollen Raumanzug und dann kämpft er auch gegen Moro. Was er eigentlich nicht bräuchte, ja, was man aber später erfährt. Na gut, er dürfte wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wahrscheinlich. Er will auch Identität wahren. Ja, genau, dann geht's wieder. Dann geht's halt wieder. Dann packt sich ja der. Wie ist das? Daikaoshin. Also, Merus senkt den ab und dass Moro wieder. Dass der Daikushin kann Teleportation noch anwenden, dass er ihn den Moro wieder auf den Namek bringt, dass die Saiyajins wieder kämpfen können, quasi. Genau. Merus versucht halt hier einfach Zeit zu schinden, ne, um halt die anderen in Sicherheit zu bringen. Dass die anderen wieder reingreifen können, weil im All kann Goku und Vegeta nichts machen. Das ist halt. Genau. Deswegen wieder auf Namek und dann sagt Moro, aha, wisst ihr noch mein dritter Wunsch? Ja. So voll selbstsicher, ja, wie er da so gestanden hat und dann, ach, wisst ihr noch, mein dritter Wunsch, Leute. Und dann musste man wieder einen Monat warten, ja. Genau, und dann sieht man einen Flashback quasi, weil das ist ja schon geschehen.
Genau. In der Zwischenzeit ja, sind dann einige aus dem Gefängnis ausgebrochen. Sein Wunsch war ja dann, alle Gefangenen einfach zu befreien. Und wahrscheinlich hat er vorher schon einen Deal gemacht hier mit Sagambo und den anderen, dass die dann okay Moro dann zu Hilfe kommen. Wahrscheinlich, ja. Denke ich auch. Weil die wussten ja auch gleich Bescheid, ne? Die wussten ja sofort Bescheid, was los ist. Und wo sie hin müssen, zum Meister halt, ne? Genau, vor allen Dingen, wo haben sie das Raumschiff wieder her? Aber gekapert. Ich fand aber interessant, diese Charaktere, die sie da gezeigt haben. Man hat nämlich eigentlich auch mal andere Versionen, also man hat ja sonst immer in Dragon Ball Spezien gezeigt gehabt, von denen es halt wahrscheinlich immer nur eine gibt. Und diesmal hat man ja auch gesehen, dass es auch von den Metallmännern und von diesen Art Teddybären-Dings, was wir auch schon alles gesehen haben, dass es halt auch noch andere Versionen von den Spezien gibt, ne? Und ja, vor allem von Sabons Rasse, ne? Das fand ich noch interessant, dass da noch einen gibt. Dieser Schönlinge. Der war auch bei. Yuzun hieß er, ne? Ja. Genau, ja, das. Genau, das ist ein bisschen auch was. Ja, es ist einfach nicht immer was Neues erfinden, ist auch schön, aber man muss auch Bestehendes erweitern. Es ist glaubwürdiger, wenn dann das Ganze ein bisschen erweitert wird, wenn da ein bisschen mehr dazukommt. Genau, es macht nämlich gar keinen Sinn, von einer Spezies nur eine noch zu haben, weil wie sollen die sich weiter fortpflanzen, ja? Es muss ja irgendwas passieren, ja? Und finde ich gut, dass er es so gemacht hat. Genau, und gerade bei 28 Planeten. Oh. Ich fand auch die drei Damen, die sie dort hatten, die haben sich ein bisschen so erinnert an C21 in ihrer Margin-Form. Ja, genau. Wenn sich alle drei so zusammenschließen oder so, weißt du? Ja, genau. So, ja, das war so ein bisschen so Anspielung. Meinte man so ein bisschen. Weil die ganz rechts, die sah ja mehr aus wie die Margin-Version und die ganz links sah halt wie C21 normal aus, ne, als Wissenschaftlerin. Mit Brille, mit langen Haaren und so. Möglicherweise inspiriert, aber das ist auch wieder, welche Rassen sind das wieder, ne? Ja. Auch nicht ganz, aber wie auch immer, die kommen dann jetzt alle zusammen nach Namek und kriegen mal einen schönen Power-Boost von Moro. Moro hat jetzt genug Energie gefischt, das verteilt er mal schön. Ja. Ja, und dann hat er sie angreifen geschickt und währenddessen hat er ja trotzdem weiterhin das Ki absorbiert, ne, von denen allen. Genau, er hat jetzt erstmal Kraft an seine Leute verteilt, damit die sich mit Goku und Vegeta begnügen können und er selber absorbiert noch mehr. Goku und Vegeta dann. Ja. Man, Leute denken sich auch, wie kann das sein, wie können die jetzt gegen die solche Schwächlinge verlieren? Aber Moro hat derart aufgepeppt. Genau. Dass die. Und dann verlieren sie auch ihre Kraft, dann heißt auch keine Verwandlung mehr möglich. Das wird dann. Die haben sich quasi in eine Kurve gefahren, die kommen nicht mehr weiter. Das ist so ein bisschen. Was dann auch tatsächlich dazu führt, okay, Moro hat die Überlegenheit hier. Der kann hier. Der hat die Leute. Goku, wie geht das hier in Kraft? Die können nichts mehr machen. Der Kaioshin ist alle. Die sind am Ende. Es sieht sehr engst aus, ne? Also man dachte wirklich, oh Scheiße, wie sollen die jetzt noch rauskommen, ne? Können denen jetzt noch helfen, damit die irgendwie da bestimmt. Was ich auch interessant war, dass Toyotaro nicht gemacht hat, bei Son Goku zum Beispiel, vom Gottmodus, dass er zurück zum Super Saiyan oder, sondern gleich zur Normalform, ja, wechselt. Ich glaube, was ich so ein bisschen. Ging ja nicht die Stufen durch, bis, da war der Dreifache noch einmal kurz da, oder wie war das noch ganz. Ah, hier sehe ich einmal noch Dreier, genau. Da kriegt er eine Schelle und dann ist er ganz normal wieder. Ja. Geht er ganz runter. Nee, die haben sich ja wirklich. Wirklich eine Kurve gefahren, da denkst du, okay, wir müssen sie halt flüchten, ne? Und Vegeta ist sowas von frustriert, kann nicht sein, dass wir hier mit dem ganzen Magiegedöns und Gottgedöns und alles, Saiyajin sollte ja nur pure Kraft haben, ne? Ja, hat er ja verflucht, hat er das. Und dann kamen nochmal Meros und Yako und haben natürlich nochmal die Leute, ja, gerettet, ne? So, dass Son Goku im Kommen kannte. Und da war ganz interessant. Ja, da war ganz interessant mit dieser momentanen Teleportation. Man hat ja damals immer gedacht, dass die einfach so funktioniert, ne? Aber dass Son Goku Ki dafür braucht, um dieses zu benutzen, das wusste man damals noch nicht. Oh, das war, glaube ich, er kann ja nur dahin, wo Leute sind, glaube ich. Er musste Leute entweder jemanden kennen oder Ki aufspüren. Es ging beides, ne? Entweder kennt er jemanden, wo jemand ist, es ging irgendwie um das Ki aufspüren. Ja, das hat nachher der König der Yadrats gesagt, aber hier in der Szene, wo Yako und Meros, weil ich es gerade hier aufgeschlagen hatte, sieht man nämlich, dass Son Goku die momentane Teleportation machen wollte und sagt, ich habe nicht genug Ki dafür. Wisst ihr, um diese Attacke zu benutzen, also um diese Fähigkeit zu benutzen quasi. Achso, allgemein gut, das ist ja, da gibt es ja auch, glaube ich, genau, dass sie selber Energie haben, okay, das ist schon
Das war, glaube ich, ein GT ohne 10er, oder? Wenn mich gerade. Da konnte. War es ein GT? Warte mal. Da gab es eine Szene, glaube ich. Da gab es eine Szene, glaube ich, als er Kind war, genau, wo er auch momentan eine Teleportation machen wollte und diese nicht mehr konnte. Ein Artikel um Energie gegeben. War es nicht so? Ja, genau. Wo ja, die Erde explodiert ist, ne? Genau. Gut, dann hat er es wahrscheinlich von damals mit reingebracht, ne? Das ist halt auch wieder eine gute Sache. Also ich habe es nicht verbunden, weil ich das mit GT gerade jetzt gar nicht im Kopf hatte. GT ist mir eine andere Nummer auch, aber allgemein, dass die Regeln sind dieselben, ja. in dem Fall, ne? Ja. Ja. Genau, und Vegeta wollte dann zu Yatrat, ne? Und das... Interessant, gut, ja, zuerst mal Goku, er telefoniert dann die ganzen... Genau wie was Goku, holt Jaco und Merus... Und der Daikaioshin geht selber weg, ne? Und Goku kann sich ja nur, obwohl er jemanden kennt, deswegen ist er im Badezimmer vom König gelandet. Er badet da ganz friedlich, auf einmal kommen die drei da angejumpt. Genau, und währenddessen, gut, Vegeta hat sich dann ja, von allen getrennt und hat dann quasi den Iriko gesagt, hier, ich steig, lass mich mal rein. Und dann quasi gesagt, hier, zeigt ihm die Hand und sagt hier, okay, ich bin nach Yadrat. Genau, flieg mit nach Yadrat. Und da dachte man, das war für mich der Moment, geil. Kriegen wir jetzt echt Yadrat. Ich dachte auch, geil, jetzt fliegt er dorthin, holt sich ein paar Power-Ups, wisst ihr? Oh, richtig genau. Das war so ein bisschen was damals bei Dragon Ball Z so ein bisschen gefehlt hat, so ein bisschen. Ich würde sagen, man hatte diese, man ist dann ums Universum rum, war nach Namek, dann ging es irgendwie ja nur zur Erde. Yadrat wurde nur erwähnt und in einem Flashback im Anime. Da dachte man eigentlich, man würde eigentlich schon ein bisschen mehr Planeten sehen, gucken, was wo ist und alles, mit mehr Rassen sehen. Ja, ja. Das war so ein bisschen was eigentlich viele Fans wollten, denke ich auch. Hat er quasi genau das, ja, wir kriegen, was wir wollen. Ist ja genauso mit der Fusion und das, wo er die Fusion beigebracht hat. Er hat bloß mal kurz erwähnt, dass er auf dem Planeten war, wo so ein Metamorph war und da hat er dann mal die Fusion so beigebracht bekommen. Ah, nee, das war, da hat er einen Meme-Einsatz getroffen. So war das. Oder so. In den 7 Jahren. Okay. Da war ein Toter von denen getroffen. Ach so, okay. Auch den Planeten haben noch nichts. Außer den Namen wissen wir gar nichts. Man weiß nicht mal, wie die Leute aussehen. Man kann vermuten, vielleicht haben sie diese Kleidung, ne? Vielleicht. Da gibt es, habe ich gestern, das ist auch nochmal eine kurze Randinformation für euch. Gestern hat nämlich Geekim 101 ein Bild gepostet aus der Episode 195. Und da sieht man den Metamorph. Ah, okay, da gibt's einen. Ja, das sieht so aus. Ich frage jetzt, war es Zufall oder nicht Zufall? Das war nämlich bevor es überhaupt im Manga vorkam. Ja, ist es Zufall oder... das ist die Rasse, die am nächsten rankommt. Vielleicht war das einer. Aber Aber sehr interessant, ja. Also ist mir gar nicht damals so aufgefallen, als man die Folgen gesehen hat. Na gut, man wusste ja nichts davon, ja. Das so und ist ja so ein... Wie gesagt, das kann man nur vermuten, das ist einfach nur Spekulation, was wahrscheinlich nie so der... Ja. Der Plan war. Aber ja, gut. War sehr interessant. Aber interessant, viele dachten ja auch so, okay, das wird jetzt ein reiner Namek-Arc, ne? Und jetzt geht es auf einmal, alle gehen in andere Richtungen. Das ist auf einmal sowas, was man gar nicht so... Ne, das hat man auf alle Fälle auch gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil sie sich alle auf einmal aufsplitten, ne? Vegeta und Son Goku gehen wieder ihren eigenen Weg, um halt stärker zu werden. Nach dieser krassen Niederlage gegen diesen unbekannten Gegner, dass jeder eine andere Richtung einnimmt, aber... Im Grunde haben sie es ja schon immer gemacht, ne? Vegeta war schon immer so der Einzelgänger-Trainingstyp. Genau, das schon. Und dann, aber das ist doch bewusst hier. Ich denke, was ihn hier auch noch pusht, ist so ein bisschen. Er will eigentlich nur auf reiner Kraft, er will gar nicht dieses Magie, er will eigentlich gar nicht machen. Aber es geht ihm, glaube ich, auch darum, wegen Namek einfach. Weil jetzt wird Namek er wollte Namek retten, ist gescheitert. Namek ist quasi, viele Leute sind gestorben, Moro stört die Energie, der Planet ist quasi nichts mehr wert. Genau. Und das ist quasi damit gescheitert. Und das hat ihn noch mehr mitfrustriert und noch mehr gepusht, um zu sagen, okay. Mit Yadrat war noch so, damals, in Dragon Ball Z, hat Vegeta auch erwähnt, er wusste ja, dass die da bestimmte Techniken können, wo auch immer er die Info her hat, ne? Genau. Vielleicht von Ginyu. Schon oder so. Sehr. Vielleicht von der Ginyu Force. Aber das hat Funk mitgehört. Oder so ein bisschen die Reporter, diese, okay, die Ginyu Force geht jetzt dahin, die wollen da wahrscheinlich das Ziel für das und so. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Geheime Information der Freezer Force. Wie auch immer, ja. Genau. Gut. Und damit geht's jetzt in quasi der erste von drei Handlungsabschnitten, wie man so will. Weil jeder geht jetzt in seine Richtung. Genau.
Genau. Damit endet erstmal dieses, also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir machen es in drei Teile. Das war der erste Teil erstmal bis nach Namek. Beim zweiten Teil geht es dann intensiv darum, wie die Trainings ablaufen von den beiden unterschiedlichen Charakteren, Goku und Vegeta, wie sie ihr Training vollziehen und so weiter. Das wird im zweiten Teil sein. Ich würde sagen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich an Andy, dass er hier war und mit ausführlich diese Review gemacht hat. Freut euch drauf, dauert ein bisschen noch. Ja, und das letzte Wort hat natürlich immer mein Gast. Ja, auch danke fürs Zuhören und ja, ich hoffe, nächstes Mal gehen wir ein bisschen weiter tief in die Handlung rein. Ich hoffe, das hat euch gefallen soweit. Also sind wieder Kommentare da, wenn irgendwelche Fragen oder bewusst zum nächsten Abschnitt habt, da können wir drauf eingehen. Ja, liebe Grüße an alle. Genau. Grüße aus Japan. Konnichiwa. Sagt man das so? Sagt man das so? Was heißt denn das? Guten Tag, aber. Ah, siehst du? Sag mal tagsüber. Es ist ja schon Konbanwa. Also. Hier ist schon Abend, Konbanwa in dem Fall. Ja, bis zum nächsten Video habe ich dir drauf, Leute. Da kann ich fließend Japanisch und dann geht's ab. Am Anfang schön grüßen. Gut. Dann war es das erstmal, meine lieben Freunde. Und ja, wie gesagt, wie Andi schon sagte, wenn ihr irgendwas habt, Anregungen, Fragen oder sonst dergleichen, immer unten in die Kommentare. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren. Abonniert den Kanal für weitere Sachen. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.